Hallo und herzlich willkommen bei Dirt TV. Wir sind hier in der Ulmer Innenstadt und ich möchte heute von der Jasmin ein paar Porträts machen. Die abendliche Beleuchtung der Geschäfte und die Leuchtwerbung möchte ich als Unschärfe in den Hintergrund nehmen. Diese Unschärfe nennt man auch Bokeh. Was brauchen wir dazu? Eine Kamera mit einem Teleobjektiv, denn je größer die Brennweite, desto unschärfer wird der Hintergrund. Eine möglichst hohe Lichtstärke und ein großer Aufnahmesensor verbessern außerdem das Bokeh. Ich werde heute mit einem 28-200mm fotografieren und auch mit einem 1.8-85mm. Wie gehen wir vor? Zuerst suche ich mir eine geeignete Stelle. Ich möchte da möglichst viele Lampen im Hintergrund haben. Zur Sicherheit schaue ich einfach durch den Sucher und lege mir schon mal den Bildausschnitt fest. Nachdem ich Ausschnitt und Perspektive festgelegt habe, wähle ich die Belichtung für den Hintergrund. Ich stelle grundsätzlich manuell ein, Blende und Belichtungszeit. Und bitte beim Blitzen niemals ISO-Automatik einschalten. Die muss aus. Und keine Angst vor hohen ISO-Zahlen. Ich arbeite hier mit ISO 1000 bis 1600. Ich habe jetzt das 85mm Objektiv dran gemacht und habe eingestellt Blende 2,2 und eine Hundertstel Sekunde Belichtungszeit. Wenn ihr keinen Bildstabilisator im Objektiv habt, dann verwendet bitte ein Einbeinstativ. Ich mache jetzt mal ein Testfoto. Ich habe den Hintergrund bewusst eine Blende unterbelichtet, damit ich nachher eine gute Trennung vom Model zum Hintergrund bekomme. Jetzt fehlt nur noch das Licht für unser Model. Dazu verwende ich einen Systemblitz, bei dem ich die Blitzleistung auch manuell steuern kann, den Dörr DCF52. Ich könnte auch einen anderen Blitz verwenden, zum Beispiel den DAF44. Da ich aber nicht an die Leistungsgrenzen gehen werde, spielt das keine Rolle. Die kabellose Blitzsteuerung über Wireless TTL beherrscht zwar beide Blitze, heute kann ich diese tolle Funktion aber nicht nutzen, denn das Infrarotsignal der Wireless TTL-Steuerung hat nur eine Reichweite von maximal 3 Metern. Deshalb verwende ich eine Funksteuerung ohne TTL-Blitzautomatik. Das Dörr RS-Funkauslöser-Set hat eine Reichweite von bis zu 400 Metern. Damit bin ich auf der sicheren Seite mit meinem Teleobjektiv. Das Licht vom Systemblitz ist mir viel zu hart. Deswegen verwende ich hier eine Softbox. Die Dörr Square Softbox hat eine große Leuchtfläche von 60x60 cm. Die macht das Licht sehr schön weich, also ideal für Porträts. Ich habe die Softbox auf einem Leuchtenstativ befestigt. Ich verwende heute kein Blitzbelichtungsmesser, sondern stelle einen manuellen Leistungswert am Blitz ein. Gefühlt habe ich mich für 1/16 entschieden. Nun muss ich am Kameradisplay beurteilen, ist das Bild zu hell oder zu dunkel und muss dann die Blitzleistung entsprechend korrigieren. ISO, Belichtungszeit und Blende bleiben so, wie wir sie eingestellt haben, weil die sind für den Hintergrund. Das Einzige, was nachkorrigiert wird, ist die Leistungseinstellung am Blitz. So, und jetzt können wir fotografieren. Wenn ich allerdings den Abstand ändere vom Blitz zum Model, muss ich die Leistung wieder abändern. Jetzt gibt es ein paar Bildergebnisse. Ich sage Tschüss und Zubehör und technische Daten auf www.dirrfoto.de. Auf Wiedersehen.